Show, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich habe arschgute Laune, also mit arschguter Laune meine ich gottverdammt richtig gute Laune. Und die will ich mir jetzt richtig schön kaputt machen, denn ich habe wieder meine Jünger ins Internet geschickt. Diesmal ist Thomas in alter Tradition, ja, ihr habt richtig gehört, Thomas, herausgezogen. In die Weiten des Internets ist er gesteppt und hat sich den größten Crack-Content, den es auf diesem ganzen Internetplaneten gibt, reingezogen. Ich rede von einer ganz bestimmten Art von Memes, meine Freunde. Ich rede von Revi-Memes. Für alle Leute, die es nicht kennen, Revi-Memes sind basically wirklich der Bodensatz des Internet-Humors. Das Unlustigste und das Beschissenste, was es im ganzen Internet gibt. Und genau den Kram werden wir uns jetzt hier reinziehen. Ich habe wieder 15 Screenshots und ich bin mir sicher, dass ich danach wieder Selbstmordgedanken entwickle oder überhaupt keine Lust mehr habe, weiterhin Videos für diese Plattform zu produzieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Screenshot. Los geht's, meine Freunde. Nein. Hier sehen wir ein Bild von Rezo, ein Bild von mir, ein Bild von Rezo und ein Bild von mir. Und da steht, das macht ein 28,99. Bitte, gibt 100-Euro-Schein. Vielleicht kleiner, wir haben ein Problem mit Falschgeld. Gibt 30-Euro-Schein. Es gibt nämlich keinen 30-Euro-Schein. Das ist der Joke. Es gibt keinen 30-Euro-Schein. Ach so, jetzt sehe ich das auch. An der Stelle, Paluten-Crush, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann nicht mal anständig klatschen, Alter. Vielen Dank dafür. Arschgeile Nummer, wirklich super, super toll. Richtig lustiges Meme. Da sieht man auch hier, wie schön die Gesichter hier passen. Das ist auf jeden Fall echt ein sehr passendes Gesicht, was hier gewählt worden ist. Was da wieder los war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehr lustig. Da habe ich gelacht. Das gibt 2 von 10 Karma-Punkten. Was ist ein studierter Bauer? Ein Akademiker. Jetzt fragt man sich sicherlich, warum denn ein Akademiker? Es handelt sich hier um einen Wortwitz, den euch der Junge mit dieser unglaublichen Krebsfrisur hier vorne direkt erklären kann. Und zwar wird das Wort Akademiker nicht mit CK geschrieben, sondern normalerweise mit K. Richtig. Füge ich aber jetzt ein C hinzu, habe ich das Wort Acker und Demiker. Zusammen bildet das Tornos. Und was bestellt der Bauer jeden Morgen? Richtig, nicht nur eine Packung Kippen, sondern auch seinen Akademiker. Und das ist der Witz, ein Akademiker. Mit Niveau. Machen wir einfach weiter. Dieser Moment, wenn man seinen Eltern etwas auf dem Handy zeigt und die das ganze Handy in die Hand nehmen müssen. Digga, ich hasse es, Mann. Bra, das ist ein richtiger Bra-Moment, Alter. Certified Double Bra-Moment an der Stelle hier. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man seinen Eltern hier irgendwas zeigt. So, man ist eh immer so mit seinem Handy so. Und dann die Eltern, ja, aber zeig da mal. Und dann gehen sie durch deine Galerie und sehen deine ganzen Schwanzbilder, die du verschickt hast. Mein Gott, Alter. Wenn ihr sie haben wollt, meldet euch. Egal, habe ich nicht gesagt. Reden wir nicht drüber, machen wir weiter. Von Krankrafter-Gags. Das kann ja nur Scheiße werden. Ein Komma im Satz kann alles verändern. Wir trinken jetzt Bier, wir trinken jetzt Komma. Danke dafür, WhatsApp. Das war das perfekte Signal, weiterzumachen. Palace Soccer Palace. Hier ist einmal Thomas auf einem... Warum ist Thomas jetzt ein Meme plötzlich? Thomas auf einem Berg. Man sieht hier Thomas mit einem schönen Bild von sich. Thomas, ganz ehrlich, was ist das für ein Outfit, Alter? Was ist das für ein Outfit, Dicker? Welcher Mensch zieht sich wirklich freiwillig so an? Ich habe dich noch nie so gesehen und das steht dir überhaupt nicht, Digga. Thomas, bitte trag wieder Windeln in Zukunft. Digga, dankeschön. Ja, und das ist halt nicht so schön. Und dann sieht man hier Paluten auf 1225 Höhenmetern im Standort Denkmal. Absturzgefahr, Lebensgefahr. Da weiß Paluten auf jeden Fall gescheit. Paluten und ich hatten oft die Absturzgefahr im YouTube-Haus. Aber wir haben uns dann tatsächlich am nächsten Morgen gut selbst wir haben Medikamente genommen gegen den Kater. Ich, wenn ich eine Stunde lang kein Video von Revi gesehen habe. Gut, ich glaube tatsächlich, dass es niemandem wirklich so ergeht, denn meine Videos sind absolute nutzt meinen Creator-Code Revinzeit, kauft mein Merch, kauft meinen Stuhl, spendet mir Geld auf Twitch, folgt mir auf Twitch, guckt meine Streams. By the way, 18 Uhr ist gerade, ich glaube, ich stream gerade, meine Freunde. Bisschen Minecraft mit Annie the Duck oder Fortnite. Oh, ja, ich stream auf jeden Fall gerade. Guckt mal jetzt hier in die Videobeschreibung, ihr Pissnelken. Ich bei dem Versuch nicht, die ganze Zeit über Revi zu reden. Kein glaubt tatsächlich, dass es wirklich niemandem so geht, weil ich habe das Gefühl also Revi Gamescom, vielleicht nennt man das, also das ist eine Obsession und das ist wirklich krank und ich würde sagen, das ist eine Zwangsneurose, die dringend behandelt werden muss, Revi Gamescom. Lass uns gerne mal talken, lustiges Meme, an der Stelle mache ich mir ein bisschen Sorgen um deine Gesundheit.
Alter Junge, wird das unangenehm, Digga. Das wirkt so wie eine Beweihräucherungsfolge für sich selber. Als würde ich wirklich gesagt haben, du Thomas, nimm aber bitte nur Memes, die wirklich sehr gut von mir sprechen und nur Memes, die wirklich extrem positives Bild von mir zeichnen. Warum magst du Reviso? Ich, ja, und dann sieht man hier SpongeBob in einer ganz langen Liste. Waren das alles SpongeBob-Memes? Dicker, du kannst nicht jedes SpongeBob-Template einfach in Revi-Meme machen. So funktioniert das nicht, Revi-Gamescom. Es hat auch irgendwo seine Grenzen. Hier ist diese Fliege. Wenn ich sie noch einmal irgendwie in die Finger bekomme, ich box sie tot, Mann. Ich raste aus, Digga. Ah ja, Lauch 23 kann Felix nicht leiden. Ich bin mittlerweile 26, aber dass ich Felix von der Laden im Schnee treten würde, das ist absolut wahr. Richtig. An der Stelle muss ich nochmal ganz kurz etwas weiter ausholen. Felix, ich bereue es, dass ich dich damals im UFO nicht gegen deinen Kopf getreten zu haben. Rückwirkend tatsächlich jetzt in der Retro-Perspektive. Wenn du kurz Zeit hast, komm da mal vorbei, hier bei mir im Büro, dann trete ich gerne gegen deinen Kopf. Ob Schnee liegt oder nicht, das ist mir egal. Hauptsache ich darf mit voller Anlauf gegen deinen Schädel treten. In diesem Moment wäre man traurig echt. Weil Thomas nicht mehr bei Revi arbeitet. Hashtag bester ist auch noch nie passiert. Also ich war nicht traurig, dass Thomas nicht mehr hier arbeitet. Leo war nicht traurig, dass er hier... Gut, Leo verdient jetzt auch sein Geld. Also Grüße gehen raus an dich, Leo. Danke für die Grüße zurück. Arschgeil. Und ich glaube, es ist alles gut so, wie es ist. Thomas macht sein eigenes Ding. Ist jetzt Fashion Model auf Instagram. Gut, das scheint mehr oder weniger nicht so gut zu laufen. Der Style muss auf jeden Fall von Tim Gabel definitiv angepasst werden. Aber ich glaube, traurig ist das tatsächlich niemand. Nicht mal Krankrafter. Grüße gehen raus. Freunde, Junge oder Mädchen, ich 20 Chicken Nuggets. Fuck, Alter. Mann, Alter, diese Memes sind komplett für ein... Ich sollte wirklich langsam aufhören, diese ganze Scheiße vorzulesen. Weil, seien wir nochmal ehrlich, meine Freunde, unterhaltend ist das hier auf jeden Fall nicht. Richtig. Ich hasse es. Bitte benutzt keine Emojis mehr. Dankeschön. Hier ein Apfelrezept. Ein Apfel. So, ich habe mal ganz kurz hier mit dem kleinen Gebläse die schlechte Stimmung aus dem Raum geweht. Gute Frage übrigens auch, warum ich wieder Kopfhörer anhatte. Keine Ahnung, das macht gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten lustigen Meme. Ich, wenn ich geduldig darauf warte, dass Revi ein neues Video hochlädt. What der Blick. Revi Gamescom, also ich will jetzt wirklich gar nicht so tief in die Annalien gehen. Aber kann es sein, dass du eventuell deinen Großteil deines Lebens darauf verlagert hast, mir zu folgen auf sozialen Medien, meine Videos zu schauen und mich auf Twitch und anderen Social Medias zu belästigen. Revi Gamescom, ich bedanke mich dafür, dass du so ein unglaublich aktiver Follower bist. Aber jetzt mal ehrlich, Alter, unter uns, ich glaube, du brauchst wirklich Hilfe, Mann. Das ist nicht gesund. Ah ja, Thomas ist der wahre Star des Kanals. Leo ist der wahre Star des Kanals. Gut, keine Ahnung, Revi-Meme. Ich habe das Gefühl, dass immer irgendwer anders der wahre Star des Kanals ist und nicht ich. Das ist aber vollkommen in Ordnung, solange die ihren Job machen und ich mein Geld verdiene, ist mir alles Und wir sind zum Glück am Ende angelangt und sind maximal unter 10 Minuten geworden. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ist auch besser so, meine Freunde, weil alles andere kann man sich auch nicht länger reinziehen. Ich bin damit durch und werde mir jetzt einen Strick nehmen und den irgendwo festknoten und dann mal schauen, wie lange ich ohne Luft überleben kann. Ich bin damit raus, meine Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.